Ihr wisst jetzt sicherlich, was ich ganz gerne in Minecraft mache. Richtig, Redstone. Und ihr könnt euch das sicherlich noch an den Adventskalender von vor 2 Jahren erinnern, der von 2020. Und im diesjährigen Adventskalender werde ich auch wieder Redstone-Sachen machen. Nur diesmal werde ich die Techniken verbessern und neue entwickeln. Also bleibt jetzt dran, um das 8. Türchen nicht zu verpassen. Und damit würde ich jetzt auch dieses Video beginnen. Hey, ho, ja, heute gibt's mal wieder ein weiteres Video und heute ist das 8. Adventskalender-Türchen und heute machen wir eine kleine, aber feine Technik, und zwar machen wir eine Technik, wo wir Items hochtransportieren können. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen mal, keine Ahnung, 32 Glas hochtransportieren, also packen wir die hier rein und die 32 Glas werden alle nach oben hierhin befördert. Was wir dafür brauchen, sind 2 Trichter. Dann braucht man 4 Kisten. Dann braucht man irgendwas an Wasser, das blitze ich jetzt nicht, weil da ist Redstone. Dann braucht man 3 Repeater, 4 Redstone, einen Komparator, dann einen Dropper, das ist der mit diesem Schlitz, also wenn man nach oben guckt, ist das der, der auch eckig hier ist. Dann braucht man noch 1 Soul Sand und irgendeinen Baublock. Ich habe jetzt in diesem Fall Glas genommen, damit wir mich sehen können, wie unsere Items gerade nach oben kommen. Als allererstes sagen wir, wo unsere Items hoch sollen. Deswegen machen wir hier diesen 1 Soul Sand hin und somit können wir den schon mal wegmachen. Hier wird der Schacht sein, der nach oben geht. Als nächstes machen wir hier einmal einen Dropper hin. Und an diesem Dropper setzen wir einen Komparator und klicken einmal drauf, dass dieses Lämpchen hier leuchtet. Dann machen wir einmal hier komplett broken. Ja, bin ich. Sorry, tut mir leid, ich war gerade ein bisschen brain off. Hier kommt ein Repeater hin. Dann machen wir hier 3 Redstone, drehen uns wieder um und dann kommen hier nochmal 2 Repeater hin. Somit sind wir mit der Redstone-Technik auch hier schon mal fertig. Somit können wir diese Dinger hier auch wegräumen und die Dispenser auch. Dann kommen wir zu dem Glas. Wir ziehen jetzt einfach unseren Schacht so hoch, wie wir wollen. Ich mache den jetzt einfach mal so hoch und diesen Schacht, den wir hier uns gelegt haben, dort werden halt unsere Items hochfließen. Als nächstes, was wir definitiv machen müssen, sonst wird das Ganze nicht funktionieren, ist diesen ganzen Schacht mit Wasser füllen. Das heißt, hier einzeln Wasser platzieren. Ich mach mal die Sounds ein bisschen leiser. So, jeden einzelnen Block hier mit Wasser voll platzieren. Bis oben hin. Das heißt, wenn wir jetzt hier unten drin wären, dann würden wir jetzt nach oben kommen und dann sind wir hier oben. Als nächstes sagen wir, wo unser Output ist. Der ist nämlich hier an dieser Kiste und diese Kiste lassen wir einen Trichter reinlaufen. Wichtig ist, dass dieser Trichter nicht direkt hier an diesem Block ist, also nicht hier den Trichter machen. Das ist ein großer Fehler, weil sonst nämlich sich Items hier drin an dieser Locke feststecken können. Deswegen hier kommt ein Glas hin und dann erst hier der Trichter. So, dann machen wir hier einmal unser Glas nochmal drauf, damit nämlich kein Wasser wegfließt. Und hier nochmal ein Dach drauf, damit die Items nicht wegfliegen. Als allerletztes machen wir hier ein Wasser hin. Das fließt dann hier rüber. Und unsere Technik ist jetzt fertig. Wir sagen hier unten nochmal einen Input. Das heißt, hier einmal einen Trichter, der in diesen Dropper reinläuft. Und auf diesen Trichter machen wir einfach nochmal eine Kiste. Und wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen unsere ganzen Diamanten einmal nach oben stecken, weil wir sind so rich. Deswegen, keine Ahnung, wir wollen die da oben irgendwo haben in der Kiste. Und jetzt werden die hier alle schön nach oben befördert. Ja, und damit ist dieses Video auch schon zu Ende. Lasst gerne eine Bewertung da, damit ich sehen kann, ob ihr dieses Video feiert oder nicht. Schaut auch mal gerne auf meinem Kanal vorbei. Und dann würde ich auch schon sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao!